willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das 23. Gipfeltreffen tagt heute und damit auch das letzte in diesem Kalenderjahr. Wenn wir heute alle Fragen beantwortet haben, dürfte es in diesem Jahr eigentlich keine neuen mehr geben. Wir sind gespannt, was also möchte man denn heute von uns wissen? Mich würde mal interessieren, jedes Jahr im Juni gibt es die Sommersonnenwende. Und meine Frage wäre, warum gibt es die überhaupt? Und könnte man die nicht vielleicht auch einfach abschaffen? Ist datiert auf den 21. Juni. Dieses Jahr? Nächstes Jahr. Nichts. Ich meine, warum soll man das abschaffen? Es ist doch schön, dass es Jahreszeiten gibt. Wenn man das abschafft, da hängen auch Arbeitsplätze dran. Am Ende. Man hat ja im Frühling eine andere Arbeit als im Herbst. Wenn man alles abschafft, warum will man das direkt abschaffen? Sind wir in Abschaffenburg oder was? Es tut mir leid. Bestes Wortspiel. Mach zu, die Sendung. Ist vorbei für mich. Es ist ja erstmal nur eine Frage. Ist die Antwort. Okay. Nicht abschaffen. Sind wir in Abschaffenburg? Weiter. Wenn man die Sommersonnenwende abschaffen würde. Also wenn alle Tage gleich lang wären, das hieß es. Sind sie ja. 20.15 Uhr Nachrichten. Das ist ja Blödsinn. Ist ja doch sehr man steht ja doch morgens um 7 auf. Was? Ich kenne Leute, ich habe von Leuten gehört, die das machen. Man sollte aufstehen, wenn es hell wird. Ich kenne zum Beispiel Vegetarier, die stellen sich einen Wecker auf früh um 7, essen kein Fleisch und legen sich wieder hin. Ja, ich glaube, es wäre vor allen Dingen dramatisch, diesen Tag abzuschaffen für die Nordländer, für die Schweden. Der 21. Juni ist, glaube ich, der einzige Tag, an dem die Schweden mit Grund Alkohol trinken. An allen anderen Tagen trinken sie nur einfach so. Mhm. Wann ist das? 21.06., das ist mein Geburtstag. Nein. Johann. Naja. Das heißt, auch für deine Familie ist es einer der längsten Tage. Genau. Also, ich habe ja einen Bruder und, ich habe ja eigentlich einen Zwillingsbruder. Wir sind aber nicht gleichzeitig geboren. Er ist 5 Minuten nach mir geboren, aber auch nach dem Sternzeichen Zwilling. Das heißt, er war schon Krebs, weil er nach 0 Uhr geboren ist. Und viele haben uns gefragt, seid ihr denn Zwillinge später? Und dann habe ich immer gesagt, nee, nur ich, er ist Krebs. Das ist genau die Grenze der Sternzeichen. Der ist super, der ist fantastisch. Stimmt das wirklich oder ist das Schnokus? Also, es ist ziemlich nah dran. Du hast einen Bruder, also. Genau. Ja, du hast schon manchmal Dinge erzählt, wo ich mir gedacht habe, der Johann ist ein Schelm. Aber das nehme ich dir wirklich ab. Ja. Also, ich würde sagen, für mich? Solange keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen, lassen wir es erstmal so, wie es ist. Geh nie zu deinem Fürst. Wenn du nicht gerufen wirst. Ja. Stellt euch vor, ihr seid Schweine. Aber nicht die vom Bauernhof, sondern ihr seid richtig die übelsten Typen. Ihr seid die unterste Schublade. Ihr habt belogen, betrogen. Und ihr habt ein riesengroßes schlechtes Gewissen. Und ihr wisst gar nicht, wie ihr es wieder gut machen könnt. Wie ihr euch entschuldigen könnt. Was ihr eventuell schenken könntet, damit alles wieder gut wird. Was lasst ihr euch einfallen? Also, wenn ich so ein richtiges Schwein bin, dann habe ich doch kein schlechtes Gewissen, oder? Will ich mich dann entschuldigen? Wenn ich dann denke, dann werde ich doch von den richtigen Schweinen nicht mehr anerkannt. Oder? Die sagen dann doch, ja, was willst du denn, du? Müsste man die Frage für dich ändern als Teilzeitschwein. So halb Rinds, halb Schweins. Was wird man verschenken? Ich würde erstmal Geld und dann meinen Körper. Ich glaube, wenn man sich entschuldigen will, ist immer am besten, man bucht einen Live-Auftritt von Beyoncé. Ich glaube, dass das sehr viel Geld kostet. Man kann sagen, ich habe da echt Scheiße gebaut. Aber hier, Beyoncé. Nur so. Ist halt wahnsinnig aufwendig, gerade in so einer Zwei-Zimmer-Wohnung, aber. Es ist eine Pop-Interpretin, ne? Glaube ich. Bitte was? Eine Pop-Interpretin. Eine Pop-Musik-Interpretin, falls du das meinst, ja. Also ich mache es immer so, dass ich da eigentlich präventiv arbeite. Also wenn zum Beispiel nach dem Auftritt oder so, ist ja meist so, dass dann so eine Weinkönigin oder eine Rouladenkönigin oder eine Baumkuchenkönigin kommt. Die
kriegst du dann so einen Blumenstrauß, so Begaunzen und Strabanunzeln. Und dann nehme ich den Blumenstrauß mit nach Hause und schenke ihn Carola und sage, hier sind schon mal die Blumen, falls was ist. Ja. Ja, und wenn sie dann sagt, irgendwann hat sie herausgefunden, angenommen, ich wäre fremdgegangen, hat sie gesagt, aber du hast doch schon die Blumen. So, also die, dass man quasi von vornherein deeskaliert. Und, aber gut, dann bin ich auch kein richtiges Schwein. Dann bin ich ja eher so ein toller Typ. Ja, ich denke, die Frage ist damit plausibel widerlegt. Ja. Herr Sträter, Herr König, Herr Schubert, einen wunderschönen guten Abend. Ich finde das schön, dass ich jetzt auf eine Männerrunde treffe, wobei die Frauenquote natürlich nicht berücksichtigt ist, wie immer. Weil diese Frage, die ich an euch habe, betrifft mich auch persönlich jetzt. Ich habe diese Frage mal einer Frau gestellt, sie konnte sie mir nicht befriedigend beantworten. Ich hoffe, ihr könnt das. Also ich würde gerne wissen, warum Männer, nee, ich formuliere es mal anders. Was treibt einen Mann an, in seinem Leben 5-mal zu heiraten? Als erstes muss ich sagen, die Frauenquote wird hier berücksichtigt. Sie ist nur halt sehr niedrig. Findet auf der Bühne fast gar nicht statt. Nur mit so ein bisschen Restöstrogen. Ja. Sonst überhaupt nicht. Also die Frage ist ja, muss man sich dann, kann man sich nicht einfach, kann man nicht oft heiraten, aber muss man sich auch scheiden lassen? Nein. Also kann man nicht einfach 5-mal verheiratet sein, ohne sich scheiden zu lassen? Das Teure einer Hochzeit ist ja nicht die Hochzeit, sondern die Scheidung. Das weiß ich aber nicht, ob das stimmt. Nach allem, was man so hört, ist so Hochzeit, je nachdem, ob du jetzt einen Andy Borg-Double da haben willst, das Orgel spielt, und 3 Sorten gehackt ist, dann kostet das schon mal 20.000 Euro. Und Scheidung ist ja je nachdem, was du hast. Du hast ja für die Hochzeit wohl auch derartig viel ausgegeben, dass da nicht mehr viel zu holen ist dann. Und dann ist das mehr so ein bürokratischer Abstempelakt, oder nicht? Das ist ja die große Frage, warum heiratet man? Ja, also wenn man jetzt aus Liebe heiratet, sage ich mal, richtig auf dem Standesamt, ist ja was anderes, als wenn man jetzt aus steuerlichen Gründen heiratet, quasi direkt im Finanzamt. Dann ist es auch logisch, dass man diese Tat wiederholt, weil sie quasi die Einkommensschmälerung mindert. Das ist so eine neue Sucht, ne? Man hat eine alte und das nervt einfach irgendwann. Ja, es ist doch immer das Gleiche. Sie räumt die Spülmaschine nicht richtig ein und man guckt, man sieht das und denkt und sagt auch noch, sag mal, geht das nicht besser? Ja, und dann kommt eine neue, man lässt sich scheiden, neu verheiratet und nach 5 Jahren ist das Gleiche. Ne? Und wo führt das hin? Also er kann ja nicht, ich meine, warum, er muss es doch wissen. Ich weiß nicht, ich kenne keinen Mann. Ich finde das ich weiß es auch nicht. Also ich hätte nur gedacht, mehrfach zu heiraten, 5-mal, 7-mal, das wäre das Privileg angloamerikanischer abgehalfterter Diven. Ja, die dann also mit 50 heiraten, mit 55, mit 60, dann in diesem turnusmäßigen Zyklus quasi. Aber ich kenne jetzt keinen aus meinem Umfeld, kein Heiko, kein Maurer, der normal ist, der jetzt sagt hat, ich heirate jetzt zum 5. Mal. Ja. Ich hatte mal eine Affäre mit einer Scheidungsanwältin und die hat gesagt, lass dich scheiden, sonst sag ich es deiner Frau. Ja. Guter Rat muss nicht immer teuer sein. Was natürlich für die These spricht, oft zu heiraten, ist, glaube ich, dass sich der Mensch, mit dem man sich dann quasi im sicheren Hafen wähnt, dass er sich verändert. Oder beide Partner. Ne? Man weiß, man ist füreinander bestimmt, man bleibt zusammen. Und sozusagen die Maske des Mühens und des Werbens umeinander fällt. Ja, oder es muss nicht mal eine Maske sein. Angenommen, die Situation tritt ein, die Frau wird schwanger, der Mensch, den man geliebt hat, verändert sich nicht, er hört auf zu existieren. Ja? Er ist nicht mehr da. Er ist nicht die mehr Frau da. Ist bewohnt. Ja. Es ist was, ein anderes Wesen, eine andere Gattung. Und dann? Dann lässt man sie scheiden. Mhm. Also in manchen Fällen, so wie ich es höre, bin bis jetzt nicht geschieden. Treu
stehe ich zu ihm. Andreas Scheuer. Ja. Vielleicht kann man es auf einen Punkt bringen, warum 5-mal heiraten, 6-mal wäre zu viel. Das würde wenigstens eine gewisse Logik inhärent mit sich. Ja. Nächste Frage, bitte. Hallo, hier ist Meltem mit Tino. Ich habe gehört, dass sich Blondinen und Welpen sehr gut auf Fotos machen. Aber hier meine Frage. Mit wem sollte man sich auf keinen Fall ablichten lassen? Ich glaube, der Hund stellt sich gerade die gleiche Frage. Ich glaube, Welpen werden gerne fotografiert, weil ihnen der Ruf vorauseilt, sehr süß und knuffig zu sein. So. Aber das ist auch ein Klischee. Es gibt auch, also nicht jeder Welpe ist, wie heißt es hier? Genau, Oliver Welpe zum Beispiel. Olli Welpe, ja. Stimmt. Es ist ganz entscheidend, woneben man sich quasi fotografieren lässt. Also zum Beispiel neben einer Blutwurst wirke ich viel vegetarischer, als ich in Wirklichkeit bin. Ja, und was? Und neben einem Panzer zum Beispiel wirke ich total weiblich. Entschuldigung. Ich wollte noch anfügen, vermutlich wegen des Rohrs. Das tut mir leid. Ich habe das wirklich an Photoshop überprüft. Wenn man bloß so einen kleinen Schützenpanzerwagen nimmt, also den SPW-70 zum Beispiel, das Standardmodell mit der 17 Zoll Selbstfahrlafette, also wo du so diese... Ist das ein ganz anderer Eindruck? Selbstfahrlafette. Schön. Ich dachte, Photoshop wäre immer Fotopost, also diese Läden, wo du reingehst, um einen Film abzugeben. Das kennt ihr im Osten nicht, oder? Versickert komplett. Schön am Mittag noch. Hast du auch schon mal erzählt? Hab ich überhaupt nicht schon mal erzählt. Deine Mutter hat den schon mal erzählt. Christoph ist ein Anruf. In der Tat, das stimmt, Johann. Das habe ich mehrfach. Deine Mutter hat ihn erzählt, also auf deinen Bruder gewartet hat. Ich hoffe, dass sie das nie guckt. Aber machen die anderen doch auch nicht. Ich sehe da keine Gefahr. Das ist Eine mehr von vielen. Ja. Also die Frage war, mit wem sollte man sich nicht fotografieren lassen? Ja. Ne? Vielleicht mit einer Blondine, die einen Welpen isst. Richtig, zum Beispiel. Das könnte zur Rüttung oder gar zur Würfnis führen. Ja, je nachdem. Ne? Mit dem Hundebesitzer zum Beispiel, also mit dem Eigner des Welpen. Mhm. Diktatoren. Ich finde, man sollte sich nicht mit Diktatoren fotografieren lassen, ohne Not. Wo haben wir denn gerade noch welche? Wenn du jetzt in Nordkorea zum Beispiel ein Selfie machen willst... Ah, das ist dünnes Eis. Ja, aber das stimmt, den erkennt man gut. Der Einzige mit Übergewicht. Ja. Wie heißt er? Kim Jong-il? Mhm. Kim Jong-il? Oder Kim Jong... Es wird immer behauptet, man könnte die Gesichter nicht auseinanderhalten. Sind, glaube ich, die Namen. Soll ich meinen Lieblingswitz eben erzählen? Mein Lieblingswitz? Ja. Der japanische Zen-Schüler steigt auf den nebligen Berg, um mit seinem Meister zu sprechen. Geht rauf, steht oben, der Meister sitzt da. Und der Schüler sagt, Meister Takeshi, wie kommt es, dass die Europäer denken, wir sehen alle gleich aus? Und der alte Mann hebt den Kopf und sagt, ich bin nicht Meister Takeshi. Das ist mein persönlicher Lieblingswitz. Aber ich wurde auch durch Takeshis Castle an die asiatische Kultur erst herangeführt. Esst ihr mal japanisch? Seid ihr Sushi-Leute? Das ist so dieses deutsche Sushi, also so dieser Bismarck-Hering. Lass uns zum Kern der Frage zurückkehren. Haben Sie Angst? Ja, panisch. Ja. Ich glaube, vielleicht kann man die Fotofrage so auf den Punkt bringen. Profis haben mal gesagt, Hintergrund macht Bild gesund. Entschuldigung. Ja, stimmt. Das ist so ein Profispruch. Ja. Ich arbeite viel mit Profisprüchen. Musstet ihr in der Schule auch, so in der 4. Klasse, unverlangt? Kam da so ein Fotograf, so ein Stoffliger mit Koteletten und ihr musstet Bilder machen? Und anschließend mussten eure Eltern die kaufen? Wie du in so einem Polunder so? Das hatte ich letztes Jahr noch. Da war ich in der Barbarossa-Höhle
Und da ging man auch durch ein Entree und da stand einer und hat Fotos gemacht. Und man wurde eigentlich dann zum Schluss, als man quasi die Tropfsteinhöhle wieder verließ, mit Gedanken an Stalagmiten und Stalagmaten, genötigt, dieses Foto zu erwerben. Ja, und wenn du das nicht machst, ne, ist ja nichts passiert. Aber wenn du dieses Foto irgendwie zerknüllst und wieder hinlegst, dann gibt's Ärger, wo ich mich auch frage, ja, was willst du denn damit, wenn es jetzt noch heile ist? Du willst es ja nicht verkaufen. Was willst du von mir? Ja, also das ist richtig. Ein großer Unterschied. Fotos, auf denen du drauf bist, die will keiner. Ne? Ich fand das im Phantasialand immer gut. Und da bist du bei jedem Fahrgeschäft bist du quasi zwangsgeblitzt worden. Und sitzt ja mit Fremden oft in so einem Waggon, so in so einer Wildwasserbahn. So. Als hättest du mir so ein Bolzenschussgerät in den Schädel gekriegt. Warum soll ich das kaufen für 13 Euro? Ich finde das sowieso... Du musst zu vernichten, damit es weg ist vom Markt. Es ist Nötigung, wenn man fotografiert wird. Denn die Indianer haben ja den Glaube, zum Beispiel, dass mit jedem Foto die Seele des Menschen... verloren geht. Also das stimmt ja auch, kannst du auf Instagram sehen, jeden Tag. Ja. Das stimmt. Ja. 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 Mit dem Menschenverstand. Wie ist es zum Beispiel, macht ihr Fotos mit euren Fans? Ich liebe ja Fans. Ich weiß, das ist eine Aussage wie aus der Bravo, aber kennst du das auch? Dieses, lass uns ein Selfie machen, meine Frau fotografiert, und dann ist das der Typ, der bei 35 Grad in der Halle den Arm hebt, um ihn dir um die Schulter zu legen. Und du landest in so einem Bochumer Feuchtbiotop aus Back. Ein Deo, von dem ich dachte, das gibt's gar nicht mehr. Und dann so, nee, das war nicht gut, das war verwackelt. Und jedes Mal, du verbringst den Restabend mit dem Schädel in seiner Achselhöhle. Das ist Hingabe. Ja, ich finde, das ist doch alles Natur. Bitte was? Das ist alles Natur. Also, ich finde das nicht schlimm. Alles, nichts Menschliches ist mir fremd. In Brandenburg wird Elon Musk eine Batteriefabrik bauen. Die Meinungen gehen auseinander. Was sagt ihr dazu? Wie bitte? Elon Musk? Elon Musk, das ist, wenn du mit dieser Stelle irgendwo an den Schrank kommst. Elon Musk. Musk. Ist, glaube ich, ein Künstlername. Ich glaube, weil der so viel mit diesem Elektrizitäts- und Stromzeug macht, hat er sich dieses I davor gesetzt. Der hieß, glaube ich, Elon Musk. Und damit der Name ein bisschen mehr Spannung und auch Volt kriegt, hat er gesagt, ich bin der Elon. Das ist halt, er will in Brandenburg eine Batteriefabrik. Das klingt wie ein Sketch von Loriot. Nein, das ist ein gesellschaftlich relevantes Thema. Da wird drüber debattiert, ob das, sag ich mal, was das mit Brandenburg macht. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist die größte Investition, die das Bundesland Brandenburg, wenn ich es richtig verstanden habe, je getätigt hat. So, und man hätte ja, ich meine, bis zum Bau dieser Fabrik hätte man die Wirtschaftsleistung von Brandenburg verdoppeln können, indem man dort einen Lötkolben hinschickt. Ja. So. Und jetzt dieses Monstrum. Generell finde ich finde, das ist ein faszinierender, wenn auch etwas teigiger Mann. Ich finde Elon Musk schon deswegen so toll, weil du da siehst, dass man das, wenn du genug Geld hast, ist eine richtig gute Haartransplantation auch machbar. Ja? Der hat sich Haare transplantieren lassen. Das sieht super aus. Finde ich echt. Dann startet er noch Mondraketen. Das finde ich auch vollkommen normal. Das ist ein seriöser männlicher Wunsch. Ich habe so ein bisschen bei ihm das Gefühl, dass alle Dinger, die als Kind in dir drin waren, ich fahre mit elektrischen Autos, ich lasse eine Rakete steigen, dass er sich das konsequent im Hier und Jetzt verwirklicht. Du meinst, er ist über die Lokführerphase schon hinaus? Ja, der ist über die Lokführerphase hinaus, aber nicht über die Astronautenphase und auch nicht über die Rennfahrerphase. Okay. Zahlt er denn Steuern dann hier wenigstens, oder weiß das einer schon? Ich glaube nicht, dass es jetzt in Brandenburg direkt ein Finanzamt gibt, aber... Irgendwo in der Gegend, glaube ich schon, wenn er den Zehnt entrichtet. Nicht, dass man in Irland eine Holding errichtet hat und dann zahlt er da 80 Euro Steuern. Ja, aber was ist nun besser? Also, dass man etwas subventioniert, damit etwas geschieht? Oder soll man jetzt ganz Brandenburg dem Verfall preisgeben und sagen, lebt doch weiterhin vom Tretbootverleih? Das ist die Frage vom Tretbootverleih.
Genau. Vielleicht sollten wir das als Konzept einreichen und dann die Politik entscheiden lassen. Dass wir erstmal jetzt, um jetzt hier nicht das Treiben verrückt zu machen, wir fordern erstmal einen vorübergehenden Baustopp. Ja, bis 2025. Bedenken die Sachgemengelage nochmal dezidiert neu und würden dann mit weiteren Vorschlägen nochmal zur Wiedervorlage kommen, oder? Ja. Ich habe ja schon mal 50 Euro im Lotto gewonnen, mit 4 richtigen. Und dann aufgehört zu spielen, weil ich auch dachte, man soll das Glück einfach nicht zu sehr herausfordern. Und war das vielleicht ein Fehler? Meine Frage an euch, woran erkenne ich eine Glückssträhne? Und wie sieht die eigentlich bei jemandem aus, der eine Frisur wie Thorsten Sträter hat? Hm? Ganz etwas spitzzüngig. Wer war der Typ? Wer war das? Thorsten Schorn. Das war Thorsten Schorn? Ja. Okay. Thorsten Schorn, das Schaf? Ja. Thorsten Schorn, das Schaf. Thorsten Schorn Connery. Ja, Connery. Nee, das war Thorsten Schorn. Thorsten Schorn, das Schaf. Ja, hat er noch nie gehört. Okay. Aber hast du eine Glückssträhne unter deinem Hut? Ich habe. Das Problem ist, ich nehme den jetzt nicht gerne ab in der Sendung. Nicht wegen der Glatze, sondern weil ich den Hut dann so halten muss. Und das ist in Western immer nur, wenn einer klopft und sagt: Ma'am, wir müssen Ihnen eine traurige Nachricht machen. Steve ist unter den Pferdewagen gekommen. Er hat es nicht geschafft. Dabei war es ja ganz anders, ne? Er lag da und hat gesagt, nehmt mich mit. Und da haben die anderen gesagt, nein, du bist nur Ballast. Und dann hat er gesagt, lasst mich hier, ich bin nur Ballast. Also charakterschwache Leute sagen das dann so. Charakterschwache Cowboys ließen sich ganz schnell umstimmen. Das ging ruckzuck da. Die sind einmal umgeknickt, dann wurden die zurückgelassen. Na gut. Ganz schlimm. Also, ne? Da redet man auch noch nicht lange. Ich bin so ein bisschen durstig, dann bleib hier. Halt die Apachen auf. Schönen Nachmittag noch. Schlimm. Aber weg vom Thema. Frage komplett vergessen. Was ist eine Glückssträhne? Wir haben eine. Ja, meine ist hier. Das weiß ich. Also das ist meine Glückssträhne, denn die hier vorne ist schon ausgefallen. Ich hatte mal 6 richtige im Lotto, aber es war die falsche Reihenfolge. Spielt die Reihenfolge eine Rolle? Naja, es ist ja immer erst die kleinen Zahlen. Aber wenn du erst die 24 ankreuzt... So ein Quatsch. Ja, wer ist denn angefangen? Die falsche Reihen. Nee, dann hat die Frau so vorgelesen, dann stimmt das. Das ist doch vollkommen Wumpe, oder nicht? Dann muss ich doch mal gucken. Ja, vielleicht mal schauen. Der Schein ist seit 82 verfallen. Mathematik hat sich mir erst erschlossen über die Zusatzzahl übrigens. Mhm. Da habe ich kapiert, wie Rechnen geht. Ich habe immer gesagt, also wenn ich so eine Arbeit geschrieben habe und dann habe ich geschrieben, 3 + 3 ist 9, dann hat die Lehrerin dahinter geschrieben, falsch, habe ich gesagt, Zusatzzahl 3. Bist du weitergekommen als ich? Bei uns ist immer Winkelberechnung, berechnen Sie 45 Grad. Und ich sage, das ist verdammt heiß. Und auch mit dieser Scheiße bin ich keinen Millimeter weitergekommen in der Schule. Und jetzt sind wir hier. Ja, Glückssträhne. Ich weiß nicht, man müsste erstmal definieren, was ist für jeden Glück? Du gehst zur Tür raus, trittst auf einen Hundewelpen, guckst runter, denkst, Gott sei Dank war nicht meiner. Oder? Kein gutes Beispiel. Ja, nee, aber das Küken. Ich weiß, was du meinst. Verstehst du? Die Subjektivität, genau. Ich freue mich, dass mir heute nichts Schlimmes widerfahren ist. Ich freue mich, dass die Sonne aufgegangen ist. Du kannst dich freuen, dass niemand gekommen ist und dir einfach eine reingeklinkt hat. Grund gäb's ja. Also, das meine ich. Niemand kann jetzt für uns definieren, von uns allgemein definieren, was für den anderen das Glück sein soll. Ich glaube, das Glück ist ja der Sahnestulp, sag ich mal, auf dem, was wir Normalität nennen. Schön. Ich halte es noch eine Weile, damit es wirkt. Mhm. Der Sahnestulp. Ja, die Glückssträhne, was, das ist auch wieder so eine komische Phantomfrage, wo die Leute einfach wollen, dass wir uns verreiben bis zur Lächerlichkeit an dieser Frage. Aber den Gefallen werden wir Ihnen nicht tun. Oh nein. Das Glück kann auch zur Belastung werden. Nee. Nein? Insgesamt nicht, nee. Da würde ich gerne Publikumsbefragung durchführen. Wann ist denn das Glück jemals zur Belastung geworden? Ach, schon wieder im Lotto gewonnen.
Na, jetzt muss ich den Schuhschrank auch noch leer räumen. Das ist ja, glaube ich, der Fehler, das Glück immer nur auf das Materielle von außen kommende zu reduzieren. In einem, ich habe immer so Gedichtbände geschrieben, ich weiß nicht aus welchem Jahr, das ist, glaube ich, vor 3 Jahren, Betrachtungen. Und da habe ich so geschrieben, Glück, was bist du? Bist du nicht der lila Tannenzapfen, der frohen Mutes übers Meer von Eimer zu Eimer springt? Weil es ein sich selbst befruchtender Prozess ist. Also das Glück ist ein sich selbst zum Brunnen tragender Eimer. Wenn es von hier kommt und wenn es nicht das gekaufte, geborgte, geliehene, vergängliche Glück ist. Versteht ihr? Ich nick mal vorsichtshalber. Gewiss, Olaf, gewiss. Ich stehe auf der Leiter, taumelnd vor Glück und lass meine Seele baumeln am Strick. Ist auch das Glück mit drin, ne? Habt ihr gemerkt? Ja. Glück kann auch sein, wenn man 5-mal hintereinander heiratet, aber das kann auch zur Belastung werden. Das meintest du doch gerade. Ne? Ja. Für die Betroffenen selber doch eher Schmerz. Aber was ist Glück? Glück ist flüchtig. Das wollte ich ja sagen mit meinem Gedicht. Die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, ist so hoch, wie vom Blitz erschlagen zu werden. Darum sollte man mittwochs nicht bei Gewitter rausgehen. Es ist höher tatsächlich. Also ich habe festgestellt, du gewinnst nicht im Lotto, wenn du dich bei Gewitter draußen auf die Wiese stellst. Es ist die Wahrscheinlichkeit sogar höher, dass du vom Blitz erschlagen wirst. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar höher, dass du beim Lottospielen vom Blitz erschlagen wirst, als dass du beim Lottospielen gewinnst. Wenn du im Moment selbst für den Blitz ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er im Lotto gewinnt und dich dann trifft, als dass du im Lotto gewinnst. Okay. Aber der absolute Treffer wäre ja, wenn du im Moment des Lotto gewinnst, vom Blitz getroffen wirst. Beim Scheißen. Ja. Beim Scheißen. Du stehst scheißend in der Lottoannahmestelle, zack, Blitz durch die Hintertür. Selbst das ist wahrscheinlicher, als beim Lotto zu gewinnen. Okay. Aber das wäre auf Dauer auch kein Glück. Es wäre auf Dauer normal. Wenn du auf Dauer vom Blitz erschlagen wirst. Ja. Ja, nach dem ersten Mal ist man da wohl ziemlich schmerzfrei, habe ich mir sagen lassen. Ja. Kann man sich aber impfen lassen. Jetzt. Okay. Hallo, ich habe heute eine Frage aus der Welt der Mode, denn ich habe eine erschreckende Beobachtung gemacht. In meiner Kindheit trugen alte Männer in Sandalen Socken und heute tragen junge Männer in Badelatschen Socken. Deshalb meine Frage, was ist der Vorteil von Socken in Sandalen und Badelatschen? Es ist ein Mittelweg, ich finde das schon gut. Also da, schon man, gut. Hat, man hat von beiden was. Das ist so ein bisschen wie, Schatz, ich trage ein Kondom, außerdem lasse ich die Hose an. So ist das. Naja, ich mache es zum Beispiel so, wenn ich das Sommergefühl haben möchte, also am Fuß, dann ziehe ich die Sandale an. Wenn es aber regnet, ziehe ich über die Sandale einen Gummistiefel. Dann habe ich beides. Jedenfalls die Socke. Wir tragen die Socke, um Schweiß aufzusaugen, damit es nicht so kalt ist an den Füßen. Die Sandale tragen, weil man die Luft durchzieht. Kontraproduktiv. Oder der Deutsche macht sich über sowas keine Gedanken, weil der Deutsche ja auch generell Hosen trägt, die man in 5 Segmente wie so eine Ameise abtrennen kann. Das heißt, er kann ja sagen, weißt du was? Der zieht sich zusammen, ich habe Hosenbeine dabei und dann kann er die mit Reißverschlüssen dran machen. Und der 72-jährige Erwin kann auch sagen, kehr, es wird warm, Hotpants. Der trennt sich 80% der Hose hier oben ab und läuft mit so schlobber Hosenbeinen durch die Gegend. Verstehst du? Und das habe ich nie verstanden. Doch, das ist so Multifunktionskleidung. Für mich war das einer der prägendsten Sätze in meiner Jugend im Ferienlager, wenn der Lagerleiter gesagt hat, der Bernd, angenommen vor so einem Spieleabend, ich ziehe mir noch lange Hosen an und dann geht's los. Leider können wir die Materie nicht weiter vertiefen, denn unsere Sendezeit ist zu Ende. So hat meine innere Rolex mir es eben kundgetan. Im nächsten Jahr stehen wir wieder für Sie parat, um Ihre Fragen zu beantworten. Bleiben Sie uns bis dahin bitte gewogen und vielen Dank. Applaus